Servus Leute, ich bin heute zum Tag durch in Tür ohne Christian Moritz unterwegs und zwar sind wir in einem alten Stasi-Gefängnis und es ist komplett öffentlich und wir gucken uns das jetzt mal an. Bis gleich. Isolationszelle, das heißt auch hier ist es relativ ruhig und das ist alles so abgedichtet, dass man nichts mehr hört hier drin ist. Wenn das die Tür zu ist, hört man hier nichts mehr. Und es wurde mir gerade erzählt, dass dieser Raum auch komplett abgedunkelt werden konnte, sodass die Gefängnisinsassen nicht mehr wussten, ob Tag oder Nacht ist und das sind 24 Stunden lang. Die ist so leer geblieben, die Zelle hier. Nur nachts ist dann eine Matratze und ein Holzeimer reingeschoben worden. Zum Schlafen und Toilettengang. Das wurde dann früh wieder rausgeräumt und dann war das wirklich wieder hier leer. Und die Insassen mussten hier 24 Stunden im Dunkeln sitzen. Es gab jede Menge Frauen, die dort Schließerinnen waren. Die waren alle kratzbürstig, widerlich, unfreundlich und es gab eben auch Männer. Und ich kann mich an zwei Spießer ganz besonders gut erinnern, also auch mit den Spitznamen. Der eine hieß Samson, der war ganz riesengroß und hatte eine Brille und war so ein Teddybär-Typ und der war recht gelassen, sehr freundlich im Sinne von, also der hat nicht gemeckert oder einen beleidigt. Und ich, vielleicht zwei, drei Stunden später höre ich meine Tochter schreien. Hier raus. Gebrüllt wie verrückt und Angst, also richtige Angstzustände, richtige Panik. Und das musste irgendwo gegenüber von mir sein. Und dann habe ich natürlich, sehr klar, als Mutter gegen diese Zellentür gebrochen und habe geschrieben, wo ist meine Tochter da raus? Und dann kam eine Schließerin, eine ältere Frau, die machte also diese Luke auf. Ich habe schon vor ihr gekniet. Ich sage, bitte, lassen Sie mein Kind nicht so schreien, sagen Sie, dass ich hier bin, Sie soll keine Angst haben, was man eben da so macht. Und ich habe vorher gekriegt, ich sage, bitte sagen Sie ihr das. Und dann sagt sie zu mir, ja, das ist eben so mit harten Müttern. Wenn man die eigenen Kinder in den Knast bringt, muss man damit rechnen, dass da auch was Schlimmes passiert. Vergesse ich nie. Staatssicherheit nicht unbemerkt. Die Jugendlichen werden verhaftet und in die Untersuchungshaftanstalt Andreasstraße verbracht. Im Prozess erhalten sie Bewährungs- und Haftstrafen bis zu einem halben Jahr. Thank you.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Rein informativ habe ich nicht so viel gelabert diesmal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Abo da und abonniert kostenlos die Glocke. Diesmal ohne Christian war ein reines Informationsvideo, weil ich einfach unterwegs war und Tag der offenen Tür ist. Und das alles offiziell ist, was wir hier gemacht haben. Und für mich war es auch sehr interessant. Also, wir sehen uns im nächsten Video.